als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden, sie, die Gottes Wahrheit, in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an. Seele verliert, die so kostbar ist, wenn du sie verlierst. Die Bibel sagt auch, da wo der Baum fällt, da wird er liegen bleiben. Ich denke, das ist ein Bild für uns. Da wo der Mensch stirbt, da wird er bleiben. Da wo du stirbst in deinen Sünden, da wirst du bleiben in Ewigkeit, in der ewigen Hölle. Stirbst du im Frieden mit Gott, wirst du bei Gott sein in Ewigkeit. Nicht, weil du ein guter Mensch bist, nicht wegen deinen guten Werken, sondern weil Jesus Christus vollbracht hat am Kreuz. Jesus hatte ausgerufen, Tetelestai, es ist vollendet, es ist vollbracht. Und das ist der schönste Satz in der Bibel, es ist vollbracht. Wir dürfen nun ruhen in seinem Werk. Wir müssen nicht mehr Werke tun, um vor Gott gerecht dazustehen, sondern er ist unsere Gerechtigkeit. Die Bibel sagt, siehe das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt hinweggenommen hat. Siehe das Lamm Gottes, darauf haben die Israeliten gewartet, das Lamm Gottes, was die Sünde endlich hinwegnimmt. Wo Gott nicht mehr nur hinwegschaut, sondern hinwegnimmt. Siehe das Lamm Gottes. Siehe den Hohepriester, der im Himmel ist. Siehe denjenigen, der sich ganz und gar hingegeben hat für dich. Siehe den, der sein Blut hingegeben hat. Denn ohne Blutvergießung geschieht keine Vergebung. Versteh das, lieber Mensch. Ohne Blutvergießung geschieht keine Vergebung der Schuld. Wenn nicht Blut geflossen wäre, so würde es keine Vergebung für dich und mich geben. So teuer hat Jesus bezahlt, dass er sein Leben gab. Gott gab selbst sein Leben für dich und mich. Es heißt auch, Gott wohnte leibhaftig in Christus Jesus und hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Er hat Frieden gemacht. Und nun verkündigt Jesus Frieden den Fernen und den Nahen. Die Fernen sind wir, die wir Heiden sind, Hunde, die wir es nicht verdient haben, Frieden mit Gott zu bekommen. Den verkündigt Jesus Frieden. Er verkündigt ihm nicht nur Frieden, sondern Gemeinschaft mit Gott. Und nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern auch Kinder Gottes zu werden. Die Bibel sagt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen. Denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu heißen. Sagt mir in anderen Religionen, wo nennt Gott seine Geschöpfe Kinder? Wo nennt er sie so Kinder? Und da sehen wir die Liebe Gottes.
das der Vater uns zu Kindern gemacht hat. Aber auch dich will er als Kind haben. Solange du Jesus nicht in deinem Leben hast, bist du nicht sein Kind. Da bist du nur ein Geschöpf Gottes, aber nicht sein Kind. Aber Jesus Christus will dich in die Gemeinschaft zu Gott führen. So sehr hat er dich geliebt, dass er bereit war, zur Sünde zu werden. Die Bibel sagt, der keine Sünde kannte, der nie mit Sünde Bekanntschaft gekommen ist, der wurde für uns zur Sünde gemacht. Zur Sünde gemacht. Zum Ursprung alles Bösen. Denn die Sünde ist das Problem. Die Sünde macht eine Mauer zwischen mir und meinem Gott. Zwischen euch und euren Gott. Eine Mauer, dass Gott nicht hört. Wundere dich nicht, warum Gott nicht hört. Weil eine Mauer zwischen dir und deinem Gott ist. Aber Jesus will diese Mauer zerstören, dass du in die Gemeinschaft mit Gott kommst. Dass du Gott nahe kommst. Dass du nicht verloren gehst. Denn Gott schuf die Hölle nicht für den Menschen, sondern für den Teufel und seine Engel. Aber jeder Mensch, der sich gegen Gott entscheidet, wird in der Hölle landen. Denn die Bibel macht klar, dass der Sündelohn der ewige Tod. Ich will euch ein Beispiel geben, warum Gott eine ewige Konsequenz den Menschen aufgelastet hat. Wenn du dich gegen mich versündigst, ist es nicht so schlimm, weil ich auch Mensch bin. Ich kann dir das vergeben. Versündigst du dich gegen einen Polizisten, er ist auch nur ein Mensch, aber in der Rangordnung ist er höher als du. Das heißt, die Strafe ist höher als wie bei mir. Versündigst du dich gegen einen Richter, ist die Strafe wieder höher, weil der Richter in der Rangordnung wieder höher ist als ich und der Polizist. Aber versündigst du dich gegen den ewigen Gott, hat es eine ewige Konsequenz. Es reicht nicht für Zeit, dich zu bestrafen, sondern es muss für Zeit und Ewigkeit sein, weil Gott ewig ist. Das würde seine Gerechtigkeit Genüge tun. Und deswegen warnen wir, weil wir den Schrecken Gottes kennen. Wir kennen den Schrecken Gottes und warnen, dass ihr umkehrt von euren Sünden und hinwendet zu Gott. Hinwendet zu Jesus Christus. Merkt euch den Namen Jesus. Merkt euch nicht den Prediger, merkt euch nicht den Stand, sondern merkt euch den Namen Jesus Christus. Jesus, der den Menschen rettet. Jesus, der Mensch wurde. Jesus, der ans Kreuz ging. Jesus, der auferstand und zum Vater geht. Jesus, der lebt, der nicht mehr im Tod ist, nicht mehr im Grab und nicht mehr im Kreuz, sondern Jesus, der auferstandene Herr. Jesus, der König der Welt. Jesus, der war, der da ist und der da kommt und der da sein wird in Ewigkeit. Der sich nicht verändert. Der sich nicht verändert. Merkt euch das. Der sich nicht verändert. So ermahne ich euch, schließe Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Amen.